Wir kochen heute für Sie ein Bistecca Fiorentina. Bistecca Fiorentina, eines der Highlights aus der Toskana-Küche. Das kommt daher, in der Toskana ist eine Rinderrasse zu Hause, die Giannina-Rasse, die eine der größten Rinderrassen der Welt. Und aus dem Mittelstück des Rückens mit dem Filet, mit dem Knochen, mit dem Rostbeef wird der sogenannte Bistecca Fiorentina gemacht und sollte immer zwischen 1000 und 1500 Gramm betragen. Ich erkläre jetzt kurz die drei Varianten, wie in der Toskana dieses Bistecca zubereitet wird. Erstens mal für die erste und zweite Variante nehmen wir das marinierte Fleisch raus aus der Ölmarinade. Für die dritte Variante haben wir es bereits im Sous-Vide gegart, über mehrere Stunden bei 54 Grad bis 54 Grad. Sous-Vide gegart, kurze Erläuterung dazu, es wird unter Niedertemperatur, sprich bei gleicher Temperatur, nehmen wir das Wasser, hält die Temperatur 54 Grad, ist in einem Vakuum drin und wird bis zu 54 Grad gegart. Hinterher kommt es kurz auf den Grill, das zeige ich Ihnen dann am Grill. Und jetzt sieben wir unsere Marinade, sprich, wir können nicht die Kräuter und den Knoblauch auf dem Grill haben, weil sonst verbrennen die natürlich, was klar ist. Und da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Variante, bei der, wo wir im Ölbad mit den Kräutern das Ganze garen, und zwar bei 100 Grad. Das ist eine Garart, wie wir sie eigentlich bei uns nicht kennen. Das Fleisch gart langsam, nimmt den Geschmack des Olivenöles an und ist wunderbar würzig damit. Nochmals, erste Variante auf dem Grill, zweite Variante hier im Fettbad auf dem Grill, dritte Variante im Sous-Vide gegart und hinterher nur einige Minuten, wie in der Rezeptur erläutert, auf die Grillplatte. Ein wunderbarer Sommertag. Wir stehen jetzt draußen am Grill. Wir legen zuerst natürlich auf der Hautseite, dass auch die braun wird, legen wir die Steaks da schnell drauf auf den Grill. Das ist ganz wichtig. Auch das, wo wir hinterher im Ölbad garen, tun wir kurz anbraten, weil diese 100 Grad natürlich sehr lange gehen. Und wir haben dann noch die beiden Sous-Vide gegarten. Die gehen wir nachher nur ganz kurz von jeder Seite 2 bis 3 Minuten auf den Grill und dann sind sie wunderbar medium, sollten sie sein. Sie sehen, wir haben hier unser Marinadenöl, mit dem wir immer wieder das Fleisch bestreichen. Das ist die Besonderheit. Der feine Ölgeschmack von dem Olivenöl gibt uns die Würze dieses Steaks. Und Sie sehen, das Sous-Vide gegarte hat natürlich keine Farbe. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir nachher zuerst mit der Hautseite auf den Grill gehen und dann nur kurz von jeder Seite das Ganze garen. So, wir drehen das Ganze jetzt. Und werden in das vorbereitete 100 Grad heiße Öl unser... Hier sehen wir schon, es brutzelt und tun jetzt bei 100 Grad in diesem Olivenölbad das Ganze wunderbar dahin ziehen lassen. Sollte das zu schnell zu heiß gehen, so kann ich das auch auf die obere Etage stellen,
Und dann habe ich einfach diese gleichmäßige Garung. Ich nehme hier jetzt fast ganz die Temperatur raus. Und in der Zwischenzeit gebe ich dann schon mal die Sous-Vide gegarten mit der Hautseite nach unten, sprich der Fettschichtseite auf den Grill, dass man auch hier eine wunderbare Färbung des Fettrandes erzielen können. Bei dem Sous-Vide gegarten gießen wir immer wieder mit Öl ein und salzen tun wir am Schluss mit grobem Salz und mit der Pfeffermühle. Und was ganz, ganz wichtig ist, dass wir das Fleisch am Schluss für 5 bis 10 Minuten nach oben geben, dass sich das Eiweiß da drin beruhigen kann und nicht sinnlos, sage ich mal, der Saft des Steges ausläuft, sondern wir ein wunderbar saftiges Fleisch haben. Ich denke, es ist selbstverständlich, dass wir mit der Fleischgabel nicht in das Fleisch hineinstechen, sondern jetzt schließen wir das mal kurz, dass es ein bisschen heißer werden kann da drin und dass wir schnell die Bräunung erzielen. Ah, wir mit dem gleichen Marinade, mit dem guten Olivenöl, wenn wir auch die Kartoffelchen ein bisschen einmarinieren, einen Rosmarinzweig dazu dran geben und ein bisschen mit grobem Salz bestreuen. Um den Geschmack zu erhalten und zu verbessern, geben wir jetzt noch ein paar Rosmarinzweige auf die Kartoffelchen drauf. Und jetzt können wir auch den Steak, das Sous-Vide gegarte salzen und dann ein bisschen mit der Pfeffermühle drüber gehen, dass es die Gewürze noch aufnehmen kann. Ja, jetzt mit der Pfeffermühle da drauf, vor allen Dingen auf die Sous-Vide gegarten, die wir jetzt gleich fertig haben. Wir machen jetzt noch mal kurz für 1-2 Minuten zu. Und dann sind die Sous-Vide gegarten auch schon fertig. Unser Bistecca haben wir jetzt vom Grill genommen vor 5 bis 10 Minuten, haben es unter der Wärme noch ruhen lassen, dass das Fleisch sich beruhigt und schneiden es jetzt. Das heißt, wir trennen jetzt das Filet und wir trennen das Rostbeef vom Knochen. Und schneiden es dann in schöne schräge Tranchen auf. Und hier seht ihr, wie gleichmäßig es durchgebraten ist. Sprich, wir geben jetzt ein bisschen von dem Filet drauf. Wir geben dann die Tranchen von dem Rostbeef drauf und wir können noch ein bisschen mit Salz nacharbeiten. Ja, hier die Sous-Vide gegarte Variante unseres Bisteckas, kurz noch mal nachgegrillt und mit Kartoffelchen und gegrilltem Paprika serviert. Viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit. Jetzt haben wir die herkömmliche Weise des Bisteckas auf dem Grill. Das trennen wir wieder und es dann leicht mit der Barbecue-Soße bestreichen. Hier geht der Knochen weiter rüber. Wie Sie sehen, können wir das da ein bisschen um den Knochen rum. Haben hier das Filet und tun ganz wenig von der Barbecue, um so einen gewissen Glanz zu erzielen. Und dann schneiden wir auf. Ja, hier sind wir jetzt schon eher in der Variante
wie es die Toskaner lieben, sprich sehr bleu oder Seigneur, wie der Franzose sagt, oder rare. So, ein bisschen Barbecue an den Rand. Und fertig ist unsere klassische Variante des Bisteckers. Und guten Appetit. Und jetzt haben wir die dritte Variante, die bei 100 Grad in einem wunderbaren Olivenöl gegarte Variante mit dem Duft des Olivenöls. Schauen wir uns einfach mal an. Und nun guten Appetit bei unserer dritten Variante in Olivenöl gegart. Mhm.